Ton fehlt. Der Ton fehlt wirklich. Also. Wir haben es auf HDMI umgestellt. Nun so. Am Ende kommt noch. Moment! Moment! Wir haben noch mehr vorbereitet. Subtitles sind praktisch. Ja. Sind zu weit unten. Noch nicht. Vorlesen bitte. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind wir nicht auf der grünen Wiese. Das mussten wir leider im letzten Jahr kurzfristig umdisponieren. Ja, mit Sound wäre besser gewesen. Totaler Fehl. Aber wir können das ja dann nochmal online und so mit Sound. Es wird ja gestreamt, das heißt, es gibt ein Recording dazu. Ja. Gut, ohne Ton. Super, dann lassen wir euch das Camp noch ein bisschen, weil was jetzt kommt, können wir auch. Genau. So, also nochmal. Herzlich willkommen zum Easter Egg 2018. Wer uns noch nicht kennt, ich bin der Watz, das ist der Xor. Und was wir halt irgendwie so heute mal sagen wollen, ist, wie das hier, diese ganze Veranstaltung abläuft und euch mal so einen groben Überblick geben. Den Heisenberg 1 habt ihr jetzt schon gefunden. Den Heisenberg 2 findet ihr auf der anderen Seite und Heisenberg 4 auf der Seite. Das heißt, die ganzen Vorträge sind alle auf dieser Seite, während die Workshop-Räume auf der anderen Seite des Gebäudes sind. Das muss man nur wissen. Ansonsten findet man sich. Hoffe ich. Es gibt einen Plan auch dazu online auf den VCC-Webseiten, könnt ihr gucken. Da sind die Räume auch eingezeichnet und es liegen immer noch ein paar Pläne rum, falls man sich doch irgendwo verirren sollte. Ansonsten gibt es hier die Leute hier immer so mit diesen Engel und Orga und weiß Gott was Badges, die kann man auch lieb fragen, die sollten das auch wissen. Ja, was mich gleich auch zum ersten Punkt bringt, Helfer kann man noch gebrauchen. Wir sind hier im Vogel Convention Center und neben uns ist auch der entsprechende Vogel Verlag und das hat zur Folge, dass es gibt hier ein paar Übergänge in dieses Verlagsgebäude und die müssten gesichert werden, weil wir sollen nicht drüben in den Verlag reingehen. Das mögen die nicht. Ich meine das ernst. Also danach kommt auch irgendwie irgendeine Seku, die schaut auch, dass da wirklich keiner da durchgeht und die schmeißt auch notfalls auch raus. Also da, wo durchsteht, bitte nicht durchgehen, bitte geht nicht durch. Ja, also wirklich, tut das nicht. Macht nur Ärger. Ansonsten wünschen wir euch schon mal viel Spaß auf dieser Veranstaltung. Zur Benutzung dieses Gebäude, bitte schraubt nicht einfach irgendwas in die Wand, wenn ihr da irgendwie ein Plakat oder sowas aufhängen wollt, sondern fragt vorher die Orga, wenn ihr irgendwas anbringen möchtet. Auch keine Aufkleber oder sowas auf den Wänden etc. Das ist alles irgendwie ziemlich doof und kostet viel Geld dann, das Zeug wieder reinigen zu lassen. Muss nicht sein. Ja. Ansonsten ist irgendwie schönes Wetter, das heißt, die Leute, die irgendwie rauchen möchten oder sowas, die können einfach rausgehen, das ist kein Problem. Und falls es doch mal regnen sollte, vorne im Foyer Ost ist es, ne? Ja. Ja, da gibt es noch einen Indoor-Raucherbereich, also falls mal schlechtes Wetter sein sollte. Jo, Parken habt ihr sicherlich schon gesehen, wenn man mit dem Auto irgendwie angereist ist, es gibt hier P1 und P2, die könnt ihr kostenlos benutzen und euch da hinstellen. Wir sind auch noch gerade drüber und versuchen da auch noch WLAN und Deck rauszulegen. wird noch ein bisschen dauern. Und wir haben leider schon ein kleines Complaint vom Haus gekriegt. Finger weg von der Haustechnik. Es ist nicht gut, Bilder von der Haustechnik auf Twitter zu stellen. Das hier ist ein Medienverlag, die lesen auch Twitter. Nein, sie drucken es nicht aus. Aber sie kommen vorbei. Sie kommen dann vorbei. Also, ihr seht schon, es ist ein relativ modernes Gebäude. Es hat alle diese hübschen Panels hier an der Wand und die Lichtsteuerung kann man alles irgendwie anzapfen. Aber lasst das bitte. Wenn ihr Einstellungen am Licht vornehmen wollt, begründet, dann könnt ihr auch jederzeit einfach an die Haustechnik fragen. Die macht das dann für euch. Also, es ist hier quasi Full Service. Ja? Nicht selber. Das kommt nicht gut, weil es hat jetzt schon dafür geführt, dass die Panels, die Namen der Räume angezeigt haben, plötzlich aus waren und dann finden irgendwie die Leute auf einmal diese Räume nicht mehr. Also lasst das. Genau, das sind so die kleinen Bitten, die wir so haben.
Was erwartet euch so? Ihr habt sicherlich schon in den Fahrplan geguckt. Wir haben ein großes Programm für euch. Wir haben diverse Workshops für euch vorbereitet. Und auch da schon mal danke an die Leute, die sich das hier Zeit genommen haben und auch Zeit dafür opfern, Vorträge und Workshops anzubieten. Ganz großes Applaus schon mal dafür, hätte ich jetzt gesagt. Und obwohl es so aussieht, muss ich nochmal darauf hinweisen, so ein Easter Hack ist eigentlich kein Kongress. Ja, auch wenn hier jetzt vielleicht manche Begebenheiten schon so aussehen und dass die Professionalität immer pro Jahr zunimmt, man kann das noch nicht mit einem Kongress vergleichen, auch nicht, was wir hier leisten können. Also es gibt hier kein GSM. Und kein Audio. Manchmal. Genau. Aber das kriegen wir alles noch hin. So. Ansonsten freue ich mich auch drauf, dass das POC da ist. Wer sein Deck schon registriert hat, der wird feststellen, das geht jetzt dieses Jahr deutlich schneller und einfacher. Das POC testet auch gerade eben diese neue Anmeldungsmethode und das scheint eigentlich bisher ganz gut zu funktionieren. Also meins hat schon mal gepingbimmelt. Das klappt. Genau. Dann haben wir irgendwie die Chaos-Vermittlung da. Das heißt, ihr könnt auch gerne diese Feldtelefone mal wieder alle testen. Ich habe gehört, sie wollen auch irgendwie mal noch was rauslegen, dann auf die Parkplätze und so, habe ich gehört. War der Plan, ja. Boah, dann gibt es da draußen auch ein Feldtelefon, dann passt es auch vom Namen her besser. Auf eine Sache müssen wir euch noch hinweisen, und zwar zwischen 5 und 6 ist hier eine Sperrstunde. Die wird dazu benötigt, dass hier einmal das Reinigungspersonal durchrennt und alles wieder sauber macht. Mhm. Das heißt, ab 6 Uhr spätestens gibt's dann alles, ist das alles wieder gereinigt, die Toiletten etc. Und aber in der Zeit gibt es keine Getränkeausschank direkt, genau. Weil. Das ist eine Auflage vom Ordnungsamt, genau. Klassische Sperrstunde. Also wir können hier drin bleiben und drin bleiben, aber dann gibt es keine alkoholischen Getränke. Es gibt keinen Alkohol. Zwischen 5 und 6. Dafür gibt es Leute, die putzen. Wenn man vorher natürlich bunkert, können wir nichts dagegen tun. Genau. Das liegt ja nicht in unserer... da können wir gar nichts machen. Keine Chance. Ne? Also, so. Wenn halt jemand hier irgendwie so 10, 20 Chunks auf seinem Tisch stehen hat, hat er die halt vorher gekauft. Für die Leute, die irgendwie mit Kindern da sind, ihr habt sicherlich schon gesehen, dass wir auch ein Kidspace da haben. Das heißt, wir haben aus Berlin doch einiges an Material kommen lassen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Danke an Bislog dafür, dass das doch funktioniert hat. Und wie bei so einem Easter Egg üblich, gibt es auch hier Verpflegung in Form vom Frühstück. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr hier durch das Foyer Ost reinkommt. Dann auf der rechten Seite ist so ein kleiner Gang. Da gibt es dann so diese kleine Tür durch, aber dann da ist die Küche. Und da gibt es immer so ein bisschen Frühstück und so weiter. Tassen habt ihr schon bekommen, denke ich, soweit. Es klappt alles. Zu den Geschäften sollten wir noch was sagen. Richtig. Öffnungszeiten Samstag nur bis 20 Uhr. Für die anderen Leute, die aus anderen Bundesländern kommen. Am Bahnhof länger, glaube ich. Ja. Durchaus, ja. Genau, aber so der Rewe oder sowas hat am Samstag halt irgendwie nur bis 20 Uhr offen. Da dran denken, falls man sich irgendwie noch versorgen möchte. Heute ist ja irgendwie offizieller Feiertag in ganz Deutschland, das heißt, da ist zu. Und Sonntag ist halt Sonntag, ne? Montag ist halt auch irgendwie Feiertag, das wird auch ein bisschen blöd, das heißt, perfekt. Das funktioniert zumindest. Ja, Tankstellen sind sicherlich offen. Außerdem gibt es hier in der Umgebung auch noch einige Gaststätten. Jo. Also wer Hunger hat, findet da einiges. Ich glaube, ein Griechen, kann sie nicht alle nennen, aber ich meine, ich hätte einen Griechen gesehen, als ich vorhin hier hingefahren bin, und findet sich noch das eine oder andere. Richtung Innenstadt sowieso. Jo. Innenstadt ist ja relativ sehr kurz zu erreichen. Also man kann da hinlaufen, da ist man in 20 Minuten da und da findet man eigentlich alles. Ansonsten haben wir versucht, auf dem Wiki so gut wie möglich alle Verbindungen vom ÖPNV hier irgendwie darzustellen. Der Würzburger ÖPNV ist ein bisschen komisch zu lesen, deswegen haben wir euch das versucht, ein bisschen aufzubereiten und hoffen, dass unsere Aufbereitung etwas besser zu lesen ist. Ansonsten könnt ihr auch einfach Lieferservices benutzen und ähnlichem drum und dran. Das war's eigentlich. Pizza-Service gibt's genug. Genau. Ansonsten, wie schon gesagt, wir suchen noch Engel. Im Heaven kann man da hingehen und sich mittlerweile auch freischalten lassen und auch in Schichten eintragen.
Und dann hoffen wir mal, dass dieses Event gut flauschig über die Bühne geht. Ja, und wir freuen uns natürlich, dass ihr alle da seid und wünschen euch viel Spaß. Das ist es eigentlich für unsere. Habt ihr denn schon irgendwie Fragen oder so? Generell schon mal so. Sagst du noch, wo die anderen Säle sind? Ja, also machst du mal. Also die Frage war, wo die anderen Säle sind. Dazu brauche ich einmal kurz einen Browser. Dazu brauchen wir einmal kurz Internet. Oh, das Unsecure geht schon. Ja, am Radioserver wird gerade noch gebastelt, sollte demnächst aber auch gehen. Ist halt alles noch nicht so ganz fertig, aber ich denke, bis zu ist es erster Abend. Ja, wird schon mal. Genau. Schauen wir mal, dass wir dann einen Browser bekommen. Gucken wir mal. Der ist ja hässlich voll. Mach mal diese ganzen Tabs da wieder zu. Was ist denn? Ah, oh, was ist das? Zufrieden? Ja, besser. Ach, meine Augen. Oh, genau. VCC-Würzburg.de. Jetzt musst du nur noch aufs andere Bild. Das mache ich auch noch. Genau. So, wir wollten ja hier Raumplan. Nee, unten ist eine große Übersichtskarte. Ach so. Kannst einfach runterscrollen. Da rechtsklick und dann einfach mal groß machen auf das Bild. So. Und wenn du dir dieses Bild da mal anschaust, also rechtsklick und auf dieses Bild da und dann Bild anzeigen. Mache ich. Rechtsklick, nicht links. Ah, cool. Grafik anzeigen. Ja. Ganz oben. Schon dabei. So. Genau. Dann sieht man. Geworden. Dann sieht man. Na, du musst deinen Browser noch groß machen. Ja, kann ich auch noch. Mach mal. Ja, ging. Gut. So, wie ihr seht, sind wir gerade irgendwie so oben rechts in diesen Heisenberg-Räumen. Ja? Und der Eingang ist dieses, ist Foyer West. Aha. Genau, Foyer West. Die entsprechenden Workshop-Räume sind da, wo Max Planck und Siebold steht. Also genau auf der anderen Seite. Das heißt, ihr kommt durch den Gang hier vorne durch, wieder durch die Rotationshalle, das ist das Hackcenter. Ich zeig das mal. Ich versuch das mal. Ich bin noch alt. Also, wir sind gerade irgendwie hier, der Raum ist geteilt, das ist vielleicht euch schon aufgefallen, aber im Prinzip sind wir hier und man kann hier durchlaufen, am Foyer vorbei, kommt hier wieder ins Hackcenter, kann hier dann komplett auch durchlaufen durch diesen Gang hier und landet dann hier vorne bei Siebold und Max Planck, das sind die Workshop-Räume. Es gibt hier im Hackcenter noch ein Hardware-Workshop-Area, weil man auf dem Boden da schön löten kann, anstatt den Teppich zu versauen. Und da gibt es halt irgendwie diese ganzen Software-Workshops. Genau. Ansonsten, was euch noch interessieren würde, das POC, VOC, NOC ist hier. Und da ist das Zerr und hier ist der Heaven. Genau. Die Küche ist hier. Genau, das heißt, wenn ihr vom Foyer West reinkommt, hier durch, da stehen die Tische mit Frühstück. Genau. Perfekt. Jo. Die Halle haben wir im Moment nicht, vielleicht nächstes Mal. Jo, Dankeschön und viel Spaß auf der Veranstaltung.